Hallo und herzlich willkommen wieder bei Police Patrol Officer Simulator und Gisha Bobidu. Ja, ich hoffe, ihr hört das Summen nicht so laut von meinem Lüfter, ey, weil hier ist es so scheiße heiß. Boah. Na gut. Ja. Jefferson. Kellen Financial Sector und Kellen. Wir gehen in die Jefferson, machen 30-minütige Schicht mit dem Streifenwagen, würde ich sagen. Und dann werden wir sehen, was da wieder los ist. Schreibtisch verlassen, Junge. Was geht los? Also wie gesagt, ich habe ja auch ein bisschen rumgepopelt am Mikrofon, um den Sound ein bisschen zu verbessern. Ich hoffe, das ist so ganz gut. Ups. Wir haben eine verhaftete Person, die zum nächsten Revier transportiert werden muss. Ist eine Einheit verfügbar? Logisch, Alter. Den nehme ich. Nehmen hier den fetten. Der ist ja gleich da drüben. Sollte ein Witz sein. Hier sind wir. Was ist los? Das Stück hätte auch laufen können. Also behindert. Oh. Diese verhaftete Person ist gefährlich und muss transportiert werden. Danke für die Hilfe. So, eine verhaftete Person selbst begleitend. Begleiten? So. Wenn du dich in der Nähe deines Polizeifahrzeugs oder eines Reviers befindest, hast du jetzt die Möglichkeit, die verhaftete Person selbst zu begleiten. Wähle verhaftete Person begleiten, anstatt du Verhaftungstransport anzufordern. Ah. Nachdem du ein Verbrecher Handschellen angelegt hast, wenn du in der Nähe eines Reviers bist, kannst du die Person direkt in die Zelle begleiten. Ansonsten begleite sie zu deinem Streifenwagen und transportiere sie zum Revier. Ja, ja, ja. Okay. Handschellen abnehmen, verhaftete Person begleiten. Ich werde sie zum Polizeifahrzeug begleiten. Aber selbstverständlich. So, rein da. Alles klar, bleiben Sie ruhig. Nein, da! Ich begleite Sie nun in das Haus. Wir haben eine Verkehrskontrolle, die besetzt werden muss. Ja, Alter, also, muss ich hier alles machen, oder was? Nee, das lasse ich. Ich bin gerade mit anderen Dingen beschäftigt. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen kompetenten und unabhängigen Rechtsbeistand, den Sie selbst wählen. Sollten Sie sich keinen leisten können, stellt Ihnen das Gericht einen Rechtsbeistand zur Verfügung. Haben Sie Ihre Rechte verstanden? Gut, also der Marker ist noch da hinten. Kommen Sie mal raus da. Steig aus! Es ist Zeit, Sie in die Zelle zu bringen. Siehst du auch schon die Gitter. Es geht los. Oh. Begleitung, werden die soll gefährlich sein? Die soll gefährlich sein, jetzt ohne Quatsch? Das soll es sein? Na gut. Man kann ja nie wissen. So, hier sind wir. Wie gewünscht. Was? Wohin? Ah ja, gut. So, welche Zelle ist denn frei? In Gewahrsam, okay. Zeit für Sie, in die Zelle zu gehen. Rein! Alter, wir spielen das Spiel noch durch, ne? Was wir jetzt hier schon alt gesehen haben. Ja, sie darf die Handschellen behalten. Ja, okay, gut. Dann behalt die Handschellen. Naja, ist egal. So, wir müssen wieder los. Zack, 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 zack. Officer am Einsatz. Mal gucken, was als nächstes kommt. Na, 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 na. War mal rückwärts, ohne rückwärts zu gucken, wie man sieht. So, und los. Wir warten auf unseren nächsten Einsatz. Bis jetzt ist, meldet sich hier kaum einer, ne? Verdammte Kacke. Ja, ja, ich darf das. Wir fahren ja erstmal unsere gemütliche Streife. Hey! Ich hab mein Gebiet verlassen. Ja, kam aber spät an. Ich hab ja nicht auf die Karte gegangen. Wollt ihr lieber die Karte sehen oder wollt ihr lieber hier der Tacho und alles sehen? Das ist doch scheiße. Ja, ist doch scheiße hier alles. Kommt ja nichts drin, wa? Dann nehmen wir jetzt hier so ein paar Verkehrsdelikte auf. Wenn wir sehen, was die hier machen.
Auto quietschen müssen. Ah. Jetzt habe ich ihn. Das war so eine richtige Falle von mir. Damit provoziere ich jetzt noch einen Unfall. Ja, oh, der war aber ordentlich am Qualm. Ah, rechts ran, Junge. Du hast ihn hier blinkt. Ja, ja. Machen wir halt einfach so. Schön in der Falle gelockt. Ja, Kollege. Wissen denn, was ihr Fehler war? Hä? Also, Problem war an der Sache. Was denn hier blinkt, als ich das Signalhorn geläutet habe? Ich habe sie herausgewunken, weil sie nicht geblinkt haben. Ja, tut mir leid. Ich war in Gedanken. Im Gedanken beiseite zu fahren, hoffe ich. Ne? Zeig mal Führerschein. Führerschein und die Fahrzeugversicherung, bitte. Okay, gleich. Officer. Bitteschön. Bis jetzt ist er aber ganz lieb, ne? Also ist, gut, was haben wir da? 14.01.23. Ist ja, das ist ja ganz gut. 31.10. Gut, kann ich. Mach hier gerade Dokumentenüberprüfung. So, also, leider. Tut mir leid, deine Versicherung ist abgelaufen. Hier ist dein Strafzettel wegen Fehlens einer gültigen Versicherung. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. So. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Jetzt zeigt der Blinken ja nie an. Ach, naja, was soll's. Ja, das war ja auch eigentlich eher, kam das ja von mir, ne? Das war ja auch. Was ist hier passiert? Finne, was ist denn das für eine Scheiße? Alter, er fährt mir rein. Dieses Fahrzeug hat keinen Blinker. Ey, was hat er getan? Ist hier komplett oder was? Was ist hier los? Ja, natürlich. Lassen wir mal kurz hier ran hier. So. Was ist denn hier los? Ey, wirklich. Ist ja Schweinerei. Warum liegen denn hier so viele Leute auf dem Boden? Sind sie ansprechbar? Ich habe hier eine verletzte Person. RTW erbeten. Wir haben hier mehrere Personen. Oh, Vollschrott. Du Sackratte. Mit dir habe ich erst die... Okay. Ich kann einfach durch ihn durchlaufen. Er scheint wohl nicht mit dazu zu gehören. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Der Unfall hat mich ziemlich mitgenommen. Ich bin noch ganz durcheinander. Wie mein? Ich möchte gerne Ihren Personalausweis und Ihre Versicherung sehen, bitte. Natürlich, Officer. Bitteschön. 22.12.22. Das hört sich doch nicht gut an da im Hintergrund, ehrlich gesagt. Okay, was haben wir denn hier? Können Sie mich hören? Wir brauchen Unterstützung. Okay. Wer kann helfen? Aber ist nichts Schlimmes. Ich kann nicht. Ich bin gerade in einer aber Arbeit und Sie bitte mit mir zusammen, während ich eine können Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betrunken gehen? Sind. Ja, ich glaube, ich kann gehen. Okay. Sie ist nicht betrunken. Ich hat muss sie nur Drogen testen, genommen? Ob sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Eine verhaftete Person zum nächsten Revier zu transportieren? Auch nicht. Respekt, dann lassen wir sie erstmal. So, was ist denn hier passiert? Alter, hier ist doch der Nächste reingekachelt, ne? Kick mal, jetzt ist das Taxi. Ey, Leute. Mann. Das ist doch nicht zu fassen. Was ist denn hier los? Wen soll ich denn alle befragen? Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich bin immer noch geschockt. Ich muss erstmal wieder den Kopf freikriegen. Junge, gleich Drogentest. Ich werde eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie vor der Fahrt Betäubungsmittel genommen haben. Wir haben eine Verkehrskontrolle, dafür brauchen wir noch jemanden. Mann, haut doch mal ab mit euren Kontrollen. Ich kümmere mich gerade um etwas anderes. Bitte kooperieren Sie friedlich, während ich teste, um zu sehen, ob Sie betrunken sind.
auch nichts. Ist ja aber mal ein Zufall, ne? Sonst war in jeder Folge... Würden Sie mir bitte Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein zeigen? Der Schock ist größer als der Officer. Schmerz. Schaffen Sie es allein zum Rettungswagen? Wir müssen uns das näher anschauen. Okay, Doc. Das kriege ich hin, denke ich. Hier hat irgendwie niemand Schuld, habe ich das Gefühl. So, machen wir ein bisschen hinne. Weil hier sind noch ein paar. Was haben Sie gesehen? Der Unfall hat mich ziemlich mitgenommen. Ich bin noch ganz durcheinander. Zeigen Sie mir bitte Ihren Ausweis und wenn möglich einen Versicherungsnachweis. Bitte sehr, Officer. Sehr energisch. Junge Dame. Oh, das ist noch gültig. Das ist nicht gültig. Junge, Junge, Junge. Da kriegst du erstmal eine Strafe für. Sie bekommen einen Strafzettel wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz. Mein Anwalt wird sich darum kümmern. Ja, passiert mir ein Dreck. Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen, okay, während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Ich habe Schmerzen, aber nur leicht Glück gehabt. Okay, Sie müssen zum Krankenwagen, wo wir Sie weiter Verkehrskontrolle, die besetzt werden muss. Können Sie alleine? Wie viel durften die? Ja, 0,08, naja, scheiße. Ich gehe zum Krankenwagen. Bitte lassen Sie mich eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie unter dem Einfluss von Drogen stehen. Gut, sie hat eine Strafe, hat sie schon bekommen für ihren Dreck da. Na, jetzt fangen wir hier nochmal an. Sagen Sie mir, was Sie gesehen gar keine Zeit. Ich verstehe nicht, was passiert ist, Officer. Zeigen Sie mir bitte Ihren Führerschein und wenn möglich einen Versicherungsnachweis. Ja, natürlich, Officer. Wie sieht der aus? Zeig her. Der ist aber noch lange gültig. Ja, der wird langsam, da müsste man eine Erneuerung her dann demnächst, ne? Alkohol, Drogentest. Ich nehme nur schnell eine Probe, um zu sehen, ob Sie betrunken gefahren sind. Der Bericht ist ausreichend. Naja, so viel Zeugen, wie ich hier habe, die ich verhören muss, ist doch kein Wunder. Ich werde eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie vor der Fahrt Betäubungsmittel genommen haben. Okay. Sehr schön. So, Sie noch. Der Arzt, der Krankenwagen kommt doch ja nicht durch da, ne? Was genau haben Sie gesehen? Ich bin immer noch geschockt. Ich muss erst mal den Kopf freikriegen. Alter, mir kann ja auch keiner was sagen, ne? Ja, gut, dann komm. Bitte kooperieren Sie friedlich, während ich teste, um zu sehen, was ich noch ein paar Fotos sind. Und dann, also an dem Unfall hier waren jetzt zwei beteiligt, die getrunken hatten. Ich werde einen Test machen, um zu sehen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Die getrunken hatten, sag ich den mal. Also es könnte auch Restalkohol sein. Den Versicherungsschein, bitte. Ne? Bitte schön, Officer. Okay, gültig, sehr schön. Okay, gültig, sehr schön. Dann lassen wir auch noch ein paar Schnappschüsse hier machen. Und dann haben wir den Scheiß hier fertig. Und dann können wir... Aber was ist denn hier? Hier ist doch ja nichts. Was ist denn mit dem Taxi? Der hier hat ja nur was. Alter, im Arsch hier. Was ist denn mit die Scheibe und so? Okay, der... Gut, wir müssen ehrlich sein... Das Ding hängt auch hier. Ist eine Einheit verfügbar, um eine verhaftete Person zum nächsten Nein, zu transportieren? Ist nicht. Eine Frechheit andauernd, ey. Aber das hier, ach ja. Ich glaube, ursprünglich ging es um die Autos hier, ne? Ursprünglich. Doch dann ist die ganze Geschichte hier eskaliert und aus dem Ruder gelaufen. Und dann ging es richtig ab hier. Aber hier ist nichts mehr, ne? Der sieht überhaupt... So, was war mit dem hier? Verdammter Sack, ey. Na gut. Haben wir hier alles? Ja, alles auf den Boden gefallen? Ja. Ja, hier ist noch... Da ist noch... Zack. Was ist denn mit dem Taxi da? Der ist doch da drin gejaukelt, oder nicht? Wo steht diese Taxi nur blöde hier? Ne? Ist egal. Gut, der Bericht ist ausreichend. Unfallbericht übergeben. Ihr Unfallbericht. Danke, Officer. Bitte, Ma'am. Sie dürfen Hauen fahren. Sie ab. Schönen Tag noch. Fahren Sie vorsichtig. Wiedersehen. Sie dürfen fahren. Oh, schönen den Tag Unfallbericht fahren vergessen. Sie vorsichtig. Kann ich?
Scheiße, ich hab den Unfallbericht vergessen. Leute, Mann. Alles klar, hier ist die Unfallbericht. Vielen Dank, Officer. Das war's. Sie können jetzt gehen. Schönen Tag noch. Rück einfach zu schnell, so eine Scheiße. Nicht doch. Alles klar. Hier ist die Unfallbericht. Alles klar. Danke, Officer. Alles klar. Sie dürfen jetzt gehen. Fahren Sie vorsichtig. Mist, ey. Der gehört ja auch dazu, ne? Hier ist Ihr Unfallbericht. Das scheint in Ordnung zu sein. Danke, Officer. Logisch, Junge. Alles klar. Sie dürfen jetzt gehen. Fahren Sie vorsichtig. Was ist denn mit ihm hier? Der ist völlig verbuggt, ne? Weil ich durch den durchlaufen kann. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ein Abschleppwagen wird in Kürze bei Ihnen eintreffen, Officer. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ein Abschleppwagen wird in Kürze eintreffen. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Alle rein hier. An den Abschleppwagen, ich an schlepp alle ab, was hier ist. Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position? Klar, wird in Kürze bei Ihnen eintreffen. Danke, dann kann ich ja wieder abhauen. Wer hat denn mein Auto so geschrottet? Ein Dreck. So ein Dreck, ey. Ernste Auto ist im Arsch. Dieses Fahrzeug hat keinen Winkel. Den hole ich mir. Dim. Hier! Ole! Was ist mit dir los? Hier ist 4561. Ich kümmere mich um den Unfall. Ich habe sie herausgewunken, weil sie nicht geblinkt haben, als es erforderlich war. Heute machen wir nur die wichtigen Aufträge. Dass sie auch nicht geblinkt haben. Zeigen Sie mir Ihren Personalausweis und Ihre Fahrzeuge. Die meldet an. Natürlich, Officer. Bitte schön. Ja, natürlich. Sorry. Ist abgelaufen. Die Person zittert die ganze Zeit. Alter, der kriegt jetzt eine Strafe nach der anderen reingerufen. So. Ein Blinker gesetzt. Strafe. Ich muss Sie mit einem Bußgeld wegen Nichtsetzens eines Blinkzeichens belegen. Das macht zwischen 60 und 150 Dollar. Wirklich? Das ist viel Geld! Ja, und? Ich möchte Ihren Führerschein und Ihre Kfz-Versicherung sehen, bitte. Hey. Ja, Officer, bitte schön. Concentrated. Oh ja, Führerschein ist abgelaufen. Nimm die Kacke wieder. Hier, kriegst deine Strafe, Mann. Sie bekommen einen Strafzettel und ein Bußgeld zwischen 75 und 100 Dollar wegen Nutzung eines abgelaufenen Ausweises. So viel für so eine kleine Sache? Ja, sag mal, das ist keine kleine Sache. Steigen Sie mal bitte aus. Aus Ihrem Wagen und gehen Sie auf den Bürgersteig. Die Person klingt wirklich wütend. Aha. Nimm den. Gleich den Hörer, was? Gleich den Hörer in der Fresse. Lauf! Lauf, sonst trete ich dir in den Arsch, Junge. Guck mal, wir verursachen hier voll den Stau. Oh, gut, was soll's. Oh, sei mal her. Ich werde eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie vor der Fahrt Betäubungsmittel genommen haben. Unterstützung durch bitte kooperieren Sie friedlich, während ich teste, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Ich übernehme das. Alles klar. Sie dürfen gehen. Schönen Tag noch und passen Sie auf sich auf. Das gehört, Alter, da ist irgendwo einer reingekachelt. Irgendwo ist ein Unfall passiert, glaube ich. So, ich muss los hier. Ich muss den Gefangenentransport spielen hier. Steht auf dem Bürgersteig, sag mal. Was ist denn hier los? Wir haben einen Notfall. Wer ist verfügbar? Nimm einen schweren Unfall auf. Bin unterwegs. Wir machen das. Los, gib Yummi. Gib Verletzte bestimmt. Was ist passiert?
Gibt's Tote? Da liegt einer. Verdammte Scheiße. Wie geht's hier? Ich habe hier eine verletzte Person. RTW. Was ist denn für eine laute Karre? Was ist passiert? Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich habe das Tempolimit eingehalten. Merkwürdig. Ich möchte gerne Ihren Personalausweis und Ihre Versicherung sehen. Hört sich verdächtig an, was die quatscht, ne? Was hat sie da? Ein Popel an der Oberlippe? Mist. Okay, was haben wir denn? Können Sie mich hören? Es tut weh, aber ist nichts Schlimmes. Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen. Aber ein Arzt. So laut hier an der Kreuzung, oder? Können Sie aufstehen und zum Krankenwagen gehen? Ja, ich glaube, ich kann gehen. Sehr laut hier. Besonders durch das eine Auto, was so extrem. Oh. Er hat wirklich gar nichts. Merkwürdig. So, was ist passiert? Können Sie beschreiben, was Sie gesehen haben? Ich bin mir sicher, dass ich geblinkt habe, Officer. Zeigen Sie mir bitte Ihren Führerschein und wenn möglich einen Versicherungsnachweis. Ja, Officer, bitteschön. Also erst geben mir die einen da mit dem anderen Unfall gar keine Antwort irgendwie. Die brauchen sich alle, sind alle so fertig. Und die hier sagen, ja, ich bin mir sicher, ich hab das Tempolimit eingehalten. Ich nehme nur schnell eine Probe, um zu sehen, ob sie betrunken ist. Hier ist was faul. Vor allem, was will der da hin? Was sitzt der da in seinem Auto daneben? Okay. 0,08 war erlaubt und die ist hier voll auf, Sie sind festgenommen, da sie betrunken gefahren. Bitte kooperieren. Bitte, tun Sie das nicht. Die kann ich ja jetzt selber mitnehmen, ne? Das Revier. Oh ja, die nehme ich selber mit. Oh, was ist hier los? Was genau haben Sie gesehen? Ich bin immer noch geschockt. Ich muss erst mal den Kopf freikriegen. Ja, okay. Ich möchte Ihren Führerschein und Ihren Fahrzeugschein sehen. Bitte schön, Officer. Ausweis ist abgelaufen. Das sehe ich doch selber. Aber die Versicherung nicht. Gut. Also, der Ausweis ist abgelaufen. Wir schauen nur nach, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Ja, diesmal war Glück, war also mit Besoffenen hier. Ich muss nur eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. So wie es aussieht. Gut, sie kriegt eine Strafe wegen dem abgelaufenen Dreck hier. Jo. Es gibt einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Ami Grigoros. 75 bis 150 Dollar. So viel Geld habe ich nicht. Naja, die Person klingt wütend. Das interessiert mich auch ein Scheiß. Ich brauche die Kamera. Mein bestes Utensil. Können Sie mal vom Auto weggehen? Die scheint müde zu sein, die streckt sie andauernd. Ja, da und schon wieder. Gehen Sie mal vom Auto weg, damit ich ein paar ordentliche Schnappschüsse hier machen kann. Was ist denn hier passiert? Wurden sie in Kreis gedreht oder was? Ist ja furchtbar. Der Bericht ist ausführlich, ja, naja. Von mir gibt es halt die beste Arbeit. Alter, hier liegt doch alt verstreut, ne? Was haben wir da? Mann, ey, geht doch mal aus dem Bild, wirklich. Ist da noch einer hinten drin gekachelt? Nee, ne? Gut. Reifenspuren? Hatte ich die auch schon? Nee, ne? Ja, sag mal. Gehen ja von hier. Alter, hier liegt alles voll auf dem Boden. Guck dir das an. Alter Finne, hier ist auch noch was. Habe ich das mitgenommen? Gut, der Bericht ist mehr als ausführlich. Komm doch mal her hier. Hier, Ihr Unfallbericht. Das ist ein genauer Bericht. Vielen Dank. Hallo, Alter. Sie dürfen fahren. Wovon reden wir hier? Und fahren Sie vorsichtig. So, lass sie mal gehen da. Du kriegst auch noch deinen Unfallbericht. Ihr Unfallbericht. Gut und ausführlich dokumentiert. Danke, Officer. Und,
kümmere dich um deinen Popel an der Oberlippe. Das war's. Sie können jetzt gehen. Schönen Tag noch. Mach's gut. Schön. Sehr unangenehm. So, du kriegst noch deinen Unfallbericht hier. Alles klar. Hier ist die Unfallbericht. Das wird sehr hilfreich sein. Danke, Officer. Ja, bei dir nicht mehr wirklich. Du wanderst in den Knast. Ja, was soll's. So, okay. Wir lassen jetzt erstmal Taxi von der Kreuzung holen. Oder geht da nun ja nicht? Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte den Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. Jetzt laufen sie alle gemeinsam. Das ist doch schön. Der mit der Flasche ist sehr verdächtig. Geh mir mal ein bisschen aus dem Weg, Freundchen. Was hat er vor? Was hat er vor? So, wo ist denn der jetzt? Da ist er doch. Mann, Junge, komm. Ich wink da durch. Komm ran, ich bin Polizist, ich darf das. Fahr über Rot. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ein Abschleppwagen wird in Kürze bei Ihnen eintreffen, Officer. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ich werde Sie zum Streifen machen. Wird in Kürze eintreffen. Kannst du ja geehrt fühlen. Mit dem besten Cop der Stadt hier fahren zu dürfen. Rinder. Bitte kooperieren Sie und steigen Sie in den Wagen. Vorsicht, Cop. Vorsicht, Cop. Ich meine eigentlich damit, dass ihr den Kopf stößt, ne? Hey, was? Das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen kann und wird, nicht gegen Sie verwendet. Sie haben da vorbei, ja. Kompetenten und unabhängigen Rechtsbeistand, den Sie selbst wählen. Sollten Sie sich keinen leisten, Alter, Finne! Rechtsbeistand zur Verfügung. Haben Sie Ihre Rechte verstanden? Ich hab damit nichts zu tun, ey. Ich hab auch ja nichts gesehen, was die von mir mal wollen. Oh, wo haben wir denn hier ein Revier? Ne, wir brauchen ja ein Revier, sonst kriegt die ja nicht weg hier. Ist eine Einheit verfügbar, um eine verhaftete Person zum nächsten Revier zu transportieren? Hab ich gerade, hier selber. Im Schlepptau. Oh. Ist hier nicht irgendwo ein Revier gewesen? Nee. Ist denn dieses scheiß Revier, ey? Denkt mir hier. Ey, wo ist denn. Hab ich eine Karte? Doch. Ziemlich spät. Denn da oben? Wegpunkt markiert. Meine Karre qualmt auch schon, ne? Ach du heiliger Klabauter, Mann. Na gut. Uah. Was denn jetzt? Schichtende. Du hast deine zugewiesene Zuständigkeit verlassen. Ey, was soll denn das jetzt? Oh, ey. Nicht euer Ernst. Ich dachte, ich muss da durch. Was passiert denn jetzt eigentlich? Warte mal, ich nehme mal einen Tag Urlaub. Ja. Wie sieht's hier aus? Schaffen wir nicht mehr. Verdammte Kacke. Hey. Stadtinfo. Schaffen wir doch ja nicht mehr so eine Rex-Kriege hier, ey. Wer kann denn sowas wissen? Wer hat denn das Recht, da meine Schicht zu beenden, so ein Dreck? Es gab in letzter Zeit Beschwerden wegen Rasern. Können Sie da bitte besonders drauf achten? Verstanden. Da achte ich aber sowas von drauf. Wo ist meine Radarpistole? Ja, mal raus, das Ding hier.
Weiß ganz genau, dass hier mal mit Hyperspeed hier auf die Ampeln zu rasen. Ja, er will abbiegen. Unten rechts steht, was er darf, ne? Und er ist 35 hier vorne, oder was? Helden. Ja. Aber genau die richtige Stelle. Ja, du bist am Arsch, Junge. Wir stellen uns hier nochmal... Ja, guck mal, der steht direkt auf der Busdings, ne? Zack. Taxi, der übertreibt, pass auf. Ah, ne. Warte mal. Mit dem müssen wir hier interagieren. Sie brauchen zu lange. Wir senden eine andere Einheit. Welche Richtung? Hä? Besondere Haltezone. Warte. Bushaltestelle. Den kann ich doch abschleppen lassen eigentlich, oder? Habe ich nicht das Recht, den abschleppen zu lassen? Und der steht ja nicht zu... Steht auch beschissen. Der steht auf dem Bordstein. Das Ding ist abgelaufen. So, auf den Bürgersteig. So, was haben wir noch? Akku abgelaufen. Zack. So. Gut, Leute. Schade. Gut, das schaffen wir nicht, den Unfall da hinten nachzuheilen. Nee, das schaffen wir auf keinen Fall. Ich hoffe, es hat euch unterhalten. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, ihr wisst es natürlich, ne? Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Also haut da rein. Ciao.